Moin! Heute nehme ich euch auf einen kurzen, aber ich finde besonderen Turn mit. Wir fahren ins nahe Wattenmeer und suchen uns hier einen schönen Ankerplatz für die Nacht. Zuvor muss ich aber noch meinen Motorkühlwasserschlauch tauschen. Im Filmbeitrag Wattentörn und anderes, zwei Freunde mit dem Segelboot im Watt, haben wir eine Leckage im Motorkühlwasserschlauch entdeckt. Dann mal los! Der neue Schlauch ist da. Den werde ich jetzt mal einbauen. Ja, bevor das erstmal möglich ist, muss die Bugskiste leer. Ist schon erstaunlich, was alles so in so einer Bugskiste drin ist. Sammelt sich immer viel Gelumpe an in so einer riesen Bugskiste. Irgendwie braucht man doch mal alles. Ich denke mal, so soll das gehen, wenn man einen Probelauf macht und so dicht ist. Rauskommen hier. Tada! Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus soweit. Ja, scheint dicht zu sein. Im Augenblick laufen lassen und dann ist das mal gut. Moin zusammen. So, Samstag, 16. September. Das Wetter ist dieses Wochenende nochmal schön. Heute sind Michael und ich an Bord. Wir wollen mal Richtung Watt fahren. Mal gucken, wie sich das Wetter heute entwickelt. Soll eigentlich stabil bleiben. Und dann da vielleicht die Nacht ankern irgendwo im Wursterarm. So ganz genau eine Location, was ich hier ausgeguckt. Mal schauen, wo wir da landen. Ja, wir haben ein bisschen Grillfleisch eingepackt. Grill ist an Bord. Wetter, ja, schön warm heute. Wir haben irgendwie 23 Grad. Wind 2 bis 3. Ja, heute Nacht soll es sich ein bisschen beziehen. Vielleicht auch morgen früh regnen. Aber das sehen wir dann. Aber an sich soll es ruhig bleiben. Ja, wir haben jetzt gerade ausgeschleust, es ist 14 Uhr und um 15.16 Uhr ist Hochwasser. Das heißt, wir fahren jetzt auch so ganz leicht gegen an und dann zieht er uns nachher Ende des Columbus-Kai wahrscheinlich in den Strom mit, so langsam durch den Wursterarm. Ja, sehr schön. Die Sichtweiten im gesamten Revier laut Sichtmessgeräten überall gute Sicht. Der Wind auf der Außenweser, West-Nordwest Stärke 2, Bremerhaven Nordwest Stärke 2. Der Pegel am Leuchtturm Alte Weser, 1,47 Meter fallend, Bremerhaven 3 Meter ebenfalls fallend. Niedrigwasser am Leuchtturm Alte Weser, 20.40 Uhr minus 2 Dezimeter. Niedrigwasser Bremerhaven, 21.45 Uhr minus 1 Dezimeter. Und Niedrigwasser in Bremen 0.15 Uhr bei normalem Wasserstand. Aktuell eine gemeldete Rücksichtnahme auf der Unterweser, Nordenham Kabelwerke, Ladungsumschlag. In der Seekarte stöbe ich nach einem geeigneten Ankerplatz für die Nacht und entscheide mich für die Gabelung Weser-Elbe-Watt-Fahrwasser, Misselwadener Tief. Das sind nur 12 Seemeilen bis dorthin und in dem Fahrwasser bleibt bei Niedrigwasser 1 bis 2 Meter stehen. Wir nähern uns dem Wattengebiet Südefersand. Hier draußen steht ein altes Bauwerk. Der alte Leuchtturm Meyers-Lethke. Das Meyers-Lethke Leitfeuer wurde 1923 gelöscht. Bis 1945 wurde der Turm weiterhin als Quermarkenfeuer genutzt. Die damalige gusseiserne Laterne wurde von dem Turm entfernt und auf dem Leuchtturm Robbenplatte montiert. Dieser ist heute noch in Betrieb. Dazu habe ich hier auch einen Filmbeitrag auf YouTube. Wenn du Interesse hast, hier oben rechts der Link dazu.
Der alte Leuchtturm Meyers-Lethke ist im Verfall ausgeliefert. Gerne nutzen die Seevögel diesen als Rückzugsort hier im Watt. Da draußen treibt was. Das werden wir mal bergen. Na, ist was Schönes gefunden? Drei. Eins, zwei, drei. Sind? Vier. Von diesen blöden und überflüssigen Heliumluftballons habe ich hier in letzter Zeit im Wattenmeer schon einige aus dem Wasser gezogen. So, wollen wir mal einen kleinen Ankerplatz hier suchen. Wollen wir heute Nacht hier im Watt bleiben. Unser Ankerplatz ist gleich erreicht. Die kleine Spitze hier im Treck ist die Ballonbergeraktion von eben. Unser Ankerplatz ist gefunden. Michael bringt den Anker aus. So, der Anker scheint zu halten. Strömung hier ohne Ende. Aua. Wir sind schon mit der Lagemeldung von 18.20 Uhr. Die Sichtweiten im gesamten Revier, Laubrichtmessgeräten überall gute Sicht. Der Wind auf der Außenweser, West-Nordwest, Stärke 2, Bremerhaven, Nordwest, Stärke 2. Der Pegel am Leuchtturm Alte Weser, 1,47 Meter fallend, Bremerhaven, 3 Meter ebenfalls fallend. Niedrigwasser am Leuchtturm Alte Weser, 20.40 Uhr, minus 2 Dezimeter. Niedrigwasser Bremerhaven, 21.45 Uhr, minus 1 Dezimeter. Und Niedrigwasser in Bremen, 0.15 Uhr, bei normalem Wasserstand. Und? Mhm. Perfekt. Was für eine mystische Stimmung hier draußen. Dann genießen wir mal den Sonnenuntergang. Ach, wie schön hier draußen. Auf diesen besonderen Moment müssen wir anstoßen. Oh, so geht's. Gegen 22 Uhr bekommen wir hier Besuch aus dem Meer. Wir haben irgendwo einen Gast an Bord oder um Bord. Schnauft hier immer ordentlich. In der Dunkelheit können wir den Gast im Meer nicht sehen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Robbe. Gute Nacht. Nacht.
Der nächste Morgen. Psst, Michael schläft noch. Moin, 7.55 Uhr und wir fahren jetzt mal mit dem Schlauchboot rüber aufs Watt. Dann Spaziergang machen. Morgen Spaziergang vom Frühstück. Kaffeekanne ist ein Dutt. Deswegen ist die Teekanne für Kaffee. Moin. Schiefen Horizont. Das ist für Porsche und Panda, läuft das Wasser gleich aus. Kurz vor 11. Wir verlassen jetzt hier unseren Ankerplatz. Fahren wieder Richtung Hafen. Also wir vom Schleusentor haben jetzt 1 Stunde 50 Minuten gebraucht. Ja, 13 Uhr kommt ein ganzer Schwung aus der Schleuse raus und dann können wir rein. Warten wir jetzt hier noch ein bisschen vom Schleusentor. Dann war es hier mit unserem Nachttüren im Watt. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, bis bald.